Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Minecraft Pocket Edition. Diesmal, wie ihr das vielleicht am Kompass da unten seht, ich nehme ihn noch gerade mal kurz in der Hand, der Weltspawn ist komplett woanders gesetzt. Ich habe ein Video gemacht, wie ich das gemacht habe, aber ich kann es euch auch nochmal hier zeigen. Nämlich, ich habe einfach mit dem Befehl, na komm, mit dem Befehl Set World Spawn, da oben steht es schon. Damit habe ich den kompletten Weltspawn hier hingesetzt, damit der Kompass direkt hierhin zeigt. Aber wenn ich sterben würde, würde ich wahrscheinlich wieder am alten Spawn landen, mit dem Kompass zurückfinden. Aber der Kompass, das, wir verlieren hier unsere Sachen. Deswegen habe ich einfach mit dem Befehl slash Spawn Point mein Spawn Point, also mein Spawnpunkt hier hingesetzt. Und wie ihr seht, vielleicht werde ich das Video auch hochladen. In dem Tag, wo dieses Video jetzt erscheint. Nämlich, das sieht man auch hier ran, ich habe einen neuen Shader hier drin. Mein allererster sogar. Und einen komplett anderen Texturenpack. Ups, jetzt habe ich Schleichen gemacht. Ihr seht, das Wasser, viel geiler HD und alles mögliche. Aber da gehe ich natürlich weiter drauf ein in dem anderen Video, was erscheinen wird. Ich glaube, ich werde es auch an dem Tag hochladen, wo dieses Video hier erscheint. Gut, ich wollte ja unbedingt mal das Dorf finden. Wir brauchen aber dazu eine Karte. Wir brauchen nicht unbedingt eine Karte, aber es wäre einfacher vielleicht mit einer Karte. Ich habe, glaube ich, Papier oder irgendwie sowas. Ich glaube eher weniger. Hier in der Truhe ist nichts drin. Hier haben wir ein Zauberbuch, aber sonst auch kein Papier. Nein. Was brauchte man nochmal für Papier? Ich weiß es, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ups. Na, komm, öffne dich. Ja, ich dachte ich mir schon. Ich werde mal einiges an Sachen eben hier lassen. Äpfel nehmen wir mal mit. Erde nehme ich sogar mit, weil es kann immer mal passieren, dass wir doch irgendwie irgendwo runterfallen, damit wir uns wieder hochgraben können. Holz bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Nehmen wir mal voll. Wir nehmen hier einfach alles mit, außer dieses Zeug hier. Das lassen wir alles hier. Das auch. Das lassen wir alles schön hier. Das lassen wir auch hier. Ist ungebraten. Für Nahrung, aber ich glaube, ich werde sowieso jetzt gerade Überlebensmodus auslassen. Namensschild und den Rest, den können wir eigentlich so mitnehmen. Wir können sowas hier zum Beispiel hier lassen erstmal, aber den Rest nehmen wir jetzt alles mit. Und dann versuchen wir jetzt das Dorf zu finden, denn wir versuchen jetzt einfach mal ohne Karte. Gut, ich finde, boah, das Spiel sieht so schön jetzt aus. Oh, da ist ein Ei. Das nehme ich natürlich direkt mit. Da hat ein Huhn noch Ei da gelassen für mich. Die Frage ist natürlich, in welche Richtung gehen wir jetzt am besten? Meine Erfahrung nach waren Dörfer am besten immer da, wo Berge waren. Aber es kann natürlich auch mal das Gegenteil sein, ne? Weil ich glaube, ein Dorf ist hier irgendwo in der Nähe, weil wir in einer Folge, ich weiß nicht mehr, welche Folge das nochmal war, wir hatten ja mal einen Dorfbewohner-Zombie, glaube ich, so heißen die. War ja mal bei uns im Haus drinne. Deswegen habe ich so, deswegen glaube ich halt, dass in der Nähe ein Dorf ist. Mein Gott, ich bin so schlecht manchmal in den Erklären. So. Dann suchen wir mal. Boah, es sieht viel, viel schöner aus jetzt. Und ich werde jetzt auch übrigens mehr, den Fokus mehr auf dieser Map hier setzen, damit wir hier ein bisschen noch vorankommen. So, kann man hier hoch? Ja. Natürlich können wir da hoch. Ja, wir laufen jetzt. Wow. Siehst du, das sind so Sachen. Wäre das jetzt noch tiefer gewesen, wären wir am Arsch gewesen. Wir müssen da echt ein bisschen drauf achten. Zurückfinden wir auf jeden Fall. Nur ich habe jetzt keinen Bock, immer in einem Platz rumzuhängen. Ich will natürlich mit euch zusammen auch ein bisschen erkunden. Deswegen habe ich ein bisschen. Ja, andere würden vielleicht sagen, das war Cheaterei. Aber andererseits, wenn ich mir da so ein Bett aufgebaut habe, ich habe ja ein Bett aufgebaut. Und. Dann normalerweise ist es ja in der PC-Version zum Beispiel so, dass das Spawn dann automatisch da hingesetzt wird. Wurde bei mir halt in dem Fall nicht. Bei vielen anderen übrigens auch nicht. Ich habe nämlich schon ein paar Leuten geschrieben, die haben das gleiche Problem wie ich. So, hier sind nämlich auch schön Berge. Ich muss sagen, die Map ist echt der Hammer. Ich bin noch überlegen, mal auf den Berg zu klettern. Das machen wir jetzt auch mal. So ein bisschen Erkundungsreise, warum nicht? Und das mache ich vielleicht in der nächsten oder übernächsten Folge. Da will ich ein bisschen nach Diamanten suchen. Weil jetzt habe ich da ein bisschen mehr Bock drauf, jetzt wo ich weiß, dass ich auch wieder zurückkommen würde.
mit dem Kompass und Spawnpoint und alles mögliche. Selbst wenn ich sterben sollte, dann ist es zwar schade, dass die Sachen weg sind, aber Hauptsache, ich würde zurückkommen. Versteht ihr? Das Wasser sieht so geil aus, weil das sieht man da hinten, das ist gerade Wasserfall. Sieht schon sehr geil aus. So, ich habe nämlich jetzt hier gerade Kohle gesehen eben, das will ich nämlich eben mitnehmen. Ich muss auch sagen, das Texturenpack gefällt mir auch sehr gut. So, her damit. Weil wenn ich nämlich sowas wie Kohle oder sonst was sehe, das nehme ich natürlich mit. Da unten ist nämlich auch schon Kohle, das habe ich nämlich gerade auch gesehen. So im Augenwinkel. Ich muss, glaube ich, mal, obwohl, ja, diese Knöpfe, die muss ich mal nicht machen, weil sonst passiert mir manchmal, dann mache ich immer so eine komische Drehung, ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert. Aber ich mag das lieber, wenn die Knöpfe so ein bisschen kleiner sind, weil sonst bedeckt das halt so das ganze Bild, so, ne. So, habe ich alles mit? Gut. Ja, 6 Kohle haben wir gefunden. Nice. Gehen wir mal hier weiter. War schon geile Fläche hier. Ich würde am liebsten, ich würde schon gern so dieses Dorfbewohner, das Dorf finden, meine ich. Ich wollte jetzt mal lieber, weil der Dorfbewohner Zombie kam ja von hinterm Haus. Deswegen glaube ich eher, dass das Dorf vielleicht irgendwo da hinten liegen müsste. Es kann natürlich sehr lange dauern, bis wir was finden. So. Ich habe meine Schere dabei. Ja, die habe ich jetzt nicht dabei. Ich habe jetzt auch keinen Bock, extra zu töten. Hier ist auch Höhle. Ja gut, Mini-Höhle. Ist nicht viel. Gut. Mal hier hoch. Ja, falls das Video mit dem Shader, was ich da gemacht habe, da habe ich auch nochmal erklärt, wie man es installiert und alles Mögliche. Falls es nicht heute hochkommt, mit in dem Zeitpunkt, wo dieses Video erscheint, dann wird es auf jeden Fall morgen erscheinen. Da werden dann die Fragen beantwortet. Oh mein Gott, welcher Shader ist das? Na cool, was geht bei euch? Alles gut bei euch? Bei mir ist alles perfektico. Wo könnte das Dorf sein? Eigentlich, ich habe zum Beispiel in der White Day Map, wo ich doch White Day nachbauen wollte, das werde ich jetzt wahrscheinlich doch nicht durchführen, aber da habe ich nämlich auch wieder ein Dorf gefunden. Also ich finde Dörfer immer voll schnell. Das ist schon krass, was für Gebirge hier sind. Oh, Kohle. Vielen Dank. Wenn ich mir schon da vorbeilaufe, warum soll ich es auch hier liegen lassen, ne? Stein brauchen wir jetzt nicht so unbedingt. Boah, ist so geil. Muss ich sagen. Dieser Shader, der gefällt mir echt. Das ist übrigens Ultra. Das sind gerade die Ultra-Einstellungen. So. Gut, also von den Shader ist jetzt die Ultra-Einstellung, aber ich könnte natürlich noch mehr einstellen. Das kann ich ja auch mal machen, eben kurz. Hier kann man nämlich noch in den Grafikeinstellungen vom Spiel selber kann man nämlich noch ein bisschen was einstellen. Und guck mal, wenn wir schon hier sind, dann zeige ich euch das mal eben kurz. Das ist der Soyuz Pocket Edition Version 10.1 Beta 2. Das ist der Shader, den ich mir runtergeladen habe. Da sind übrigens noch zwei weitere Versionen dabei. Einmal Mittel und einmal noch Lau. Und dann habe ich hier noch einmal Texturenpack, habe ich nämlich Natur. Das kann ich, wenn wir schon hier sind, dann kann ich es euch eben zeigen. So, schöne Himmel, blablabla, erweiterte Grafikeinstellung, Pocket. Hier, die Sichtweite, die werden wir mal ein bisschen krasser eben machen. Natürlich, weil der Shader, ich habe ja den Ultra ausgewählt, ist es viel mehr am Ruckeln als möglich, aber man sieht schon Unterschied, ne? Ah ne, deswegen, es wird dunkel. Ich wollte gerade sagen, Fackeln habe ich dabei, gut. Ja, wir laufen sehr weit. Also bis wir nach Hause wieder auftauchen, werden wir zu weit laufen. Das wird echt dann lange dauern, aber ist mir egal. Es lohnt sich auf jeden Fall. Übrigens, das kann ich euch auch mal zeigen, die Befehle, die es so gibt, die funktionieren eigentlich fast alle. Set. War das Set? Warte mal. Ach so, ja, genau so rum. Time. Set. Day. Man kann das nämlich auch auf Tag stellen und auf Nacht stellen, wie man möchte. Habe ich jetzt einfach mal ausnahmsweise eben gemacht. Das soll jetzt nicht irgendwie Cheaterei sein oder so. Das wollte ich nur mal zeigen. So diese Standardbefehle, die funktionieren nämlich auch alle in der Pocket Edition. Ich habe so die Befürchtung, hier werden wir kein Dorf finden. Das ist jetzt irgendwie alles nur so Steinwüste. Zudem möchte ich mir auch gerne noch eine Mod runterladen und installieren, mit dem ich einfach die Fackel in der Hand haben kann, ohne sie zu setzen zu müssen, und die leuchtet dann halt schon, so Realismus halt, ne?
Sowas suche ich nämlich auch noch. Ja, wir könnten echt gut eine Map gebrauchen. Hallo Schäfchen. Ja, hier merkt man das schon jetzt. Es ruckelt so leicht, aber eigentlich nur minimal. Es ist auf jeden Fall noch spielbar. Natürlich wegen dem ganzen Wasser hier. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier werden wir kein Dorf finden. Schauen wir mal weiter einfach. Ich muss sagen, ich fahre auf diese Maps hier in der Pocket Edition echt ab, weil die Maps, der Map-Generator von der PC-Version, der gefällt mir nicht mehr so gut, ehrlich gesagt. Da fand ich den alten Map-Generator irgendwie besser. Ups. Dorf, Dorf, Dorf. Hier habe ich das Gefühl, hier hätte man gute Chancen eventuell. Weil manchmal haben die Dörfer nämlich auch guten Kram. Weil die haben ja hin und wieder auch mal irgendwie Kisten oder sonst was. Aber ich habe das Gefühl, wir sind einfach viel zu weit. Ich habe echt das Gefühl, wir laufen viel zu weit. Aber ich meine, warum sollte ein Dorfbewohner-Zombie so weit vom Dorf weglaufen? Ich glaube nicht so an solche Zufälle. Sonnenblumen, geil. Hier könnte man später auch ein geiles Haus hinbauen, falls ich hier zurückfinde. Ist natürlich noch eine andere Sache. Das sieht ja krass aus. Ich will hier nämlich auf jeden Fall vorsichtig runter. Ich will nicht sterben oder sonst was. So. Ich würde sagen, wir laufen kurz mal zurück zum Haus, eventuell. Ist echt so, warum sollte ein Dorfbewohner-Zombie so weit vom Dorf weglaufen, ne? Weil ich habe so echt das Gefühl, wir sind jetzt schon zu weit. Und ich bräuchte echt am besten eine Karte. Weil die Karte wird uns echt ein bisschen weiterhelfen, ne? Aber ist auch mal schön, hier in der Map mal was anderes zu sehen. Muss ja auch mal gesagt werden. Oh, Kohle. Wow, reichlich Kohle. Oh je, das geht hier noch tiefer. Alles klar. Erstmal die obere Schicht mitnehmen. Kohle, Kohle, Kohle. Ich mag die Kohle. Kohle ist so schön. Wir brauchen Kohle. Ja, Kohle ist so schön. Wir brauchen Kohle. Ich liebe diese Kohle. Wir brauchen Kohle, denn Kohle hab ich lieb. Ram, sam, 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 ja, das ist Kohle. Ja, ram, sam, 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 die hab ich gern. Ja, ram, sam, sam, ja, das nenn ich Kohle. Wir farmen Kohle besser als Dias, finde ich. Ja, ich kann mit Kohle mehr anfangen als mit Dias. Gut, Dias-Rüstung und alles mögliche ist natürlich geil, aber ich kann mit Kohle immer schon mehr anfangen. Ob ihr mir glaubt oder nicht, ram, sam, sam. Gut, die nehmen wir dann auch noch mit hier. Alles mitnehmen, was man gebrauchen kann. Denn ich hab Kohle so gern. So. Ich habe mir übrigens schon einen Gamer-PC angeschaut. Denn ich möchte ja, ich weiß ja, habe ich das schon mal erwähnt eigentlich in einem Video? Weiß ich gar nicht jetzt gerade. Ich möchte irgendwann wieder gerne PC-Games aufnehmen. Weil ewig jetzt so Smartphone-Games
ne, ist ja auch nicht immer so das Wahre. Und dann wird das ja Abwechslung halt mal so Smartphone-Games, wenn man gerade so Bock hat, und dann mal PC-Games, so die neuesten Spiele zum Beispiel. Das ist schon geil. Hab mir auf jeden Fall angeschaut und werde ich mir wahrscheinlich auch besorgen noch. Zum nächsten oder übernächsten Monat hin. Wenn alles gut läuft. Wenn alles gut läuft. Als kleiner Fun Fact nebenbei. Warum singe ich eigentlich die ganze Zeit? Ich kann ja nicht mal singen. Oh, hier ist noch mehr Kohle. Das wird ja, Kohle, wenn ich an Kohle vorbei. Ich kann Kohle einfach nicht stehen lassen. Das war immer schon so mein Problem. Wenn ich Kohle sehe, die muss mit. Wo sind wir hier, Alter? Kann mir eigentlich von euch einer sagen, wie ich dieses blöde, wenn ich jetzt mit meinem Finger hier so rumgucke, dieses blöde Kreis hier die ganze Zeit, wie ich das wegkriege? Das fuckt mich selber sogar bald. Okay, jetzt habe ich mehr Kohle gesammelt als Dorf zu suchen. Nachholbedarf auf jeden. Wir brauchen eigentlich mittlerweile auch Holz bestimmt, oder? Ich nehme einfach mal auch ein bisschen Holz mit. Ich hab grad Bock drauf. Ich möchte ja noch ein bisschen mehr bauen. Als nur das eine Häuschen, was ich bis jetzt stehen habe, und diese kleine Brücke. Ach, aber da hinten ist ja schon wieder mein Haus. Das ging ja schnell. Machen wir ja doch gar nicht so weit weg, ne? Dann rennen wir einmal hin. Mich würde interessieren, wie das jetzt unter den Höhlen mit dem Shader aussieht. Ich glaube, die Dunkelheit wurde mit dem Shader hier sogar angepasst. Achso. Schön wieder hier zu sein. So. Warum bin ich jetzt hier reingegangen? Ich wollte hier gar nicht rein. Die Tür dazu. So. Ich wollte nämlich jetzt mal irgendwie in die Richtung. Ich will das Dorf auf jeden Fall noch finden. Ist mir scheißegal, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Jo. Das Dorf könnte natürlich auch komplett in die Richtung liegen, ne? Das sah gruselig aus hier, mein Freund. Ich würde sagen, weil es jetzt dunkel geht, gehen wir erstmal schlafen. Also mit dem Kompass, das hilft mir jetzt echt, echt weiter hier. Ich bin gerade am Überlegen. Oder gehen wir einfach mal gleich in die Richtung? Ich glaube, ich würde erstmal sagen, wir gehen gleich erstmal in die Richtung. In die Richtung können wir dann später nochmal. Genauso wie in die Richtung da. Irgendwo wird hier was zu finden sein. Ups. Ich sehe gerade, wir haben schon jetzt 11 Punkte. Nice. Die Kohle würde ich am liebsten erstmal hier. Wir haben 51 Kohle gesammelt. Heilige Mama Maria Gottes, Alter. Das geht ja hier zur Sache. So. Pack mal ein bisschen was nämlich auch nochmal hier rein eben. Ach, guck mal, meine Goldbarren sind ja auch fertig. Warum habe ich jetzt die Kohle hier reingepackt? Die soll auch hier rein. Danke. Wir können gleich hier bleiben, weil ich kann nicht. Das Ei. Wie mache ich die Eier jetzt? Hä? Ich habe hier ein Ei. Ich will Ei braten. Hallo? 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 Oh. Ich habe das Ei geworfen. Egal. Dann würde ich sagen, ja, lassen wir uns erstmal in die Richtung denken.
ja praktisch, dass wir hier gleich die Brücke haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Dorf irgendwo hier in der Nähe ist. Ja, hier muss ich auf jeden Fall aufpassen, weil hier sind nämlich verdammt viele Höhlen. Da sehe ich Kohle, aber die lassen wir jetzt erstmal kurz da. Ich will halt nur da die Kohle mitnehmen, wo es ein bisschen weiter weg ist von meinem Häuschen. Weil hier die Höhlen, die will ich so oder so noch alle besuchen. Weil ich habe nicht vor, das Spiel, das Let's Play so schnell zu beenden, wie damals bei meinem PC-Let's Play. Habe ich ja innerhalb von 7 Folgen, glaube ich, beendet. Okay, wir laufen jetzt hier irgendwo mitten durch den Wald. Ich will doch einfach nur so ein fucking Dorf finden. Hier muss doch irgendwo ein Dorf sein. Zuckerrohr, das nehme ich mit. Ich kann mir, glaube ich, mit der Hand auch abgrasen, ne? Perfekt, weil daraus natürlich Zucker machen können. Kann man nicht daraus sogar Papier machen? War das nicht sogar das hier? Aber gut, aus Zuckerrohr? Nee. Oder? Ich habe das nicht mehr so ganz in Erinnerung. Cool, dann haben wir jetzt ein bisschen wieder was. Bei uns müssten wir doch auch noch Sand haben. Dann werde ich nämlich ein Zuckerrohr jeweils da gleich auch nachher anpflanzen, wenn wir wieder zurück sind. Blätter ich da gerade, das sieht so komisch aus. Das auch nochmal Zuckerrohr, das nehmen wir auch mit. Wo könnte das Dorf sein? Zuckerrohr nehme ich hier komplett mit, Alter. Das kann ich bei mir da nachher schön anpflanzen. Wir reißen das aber doch noch von hier oben erstmal ab. Nur guckt, ob. So. Ja, es ruckelt ein bisschen wegen Ultra und so, ihr wisst. Ach, Mann. Mich nervt das immer, wenn ich mich nur rumschauen möchte, dass er immer alles abbauen muss, Alter. Ich wollte springen, egal. Mein Gefühl sagt mir, wir sind hier richtig. Mein Kopf sagt mir, wir sind hier falsch. Ja, was laufen hier alles für viele Tiere rum, ey. Wir laufen erstmal nochmal zurück und dann gehen wir hinterm Haus da irgendwo nochmal rumgucken. Weil ich glaube, hier laufen wir jetzt einfach zu falsch. Eines Tages, das schwöre ich euch, eines Tages werde ich das Dorf finden. Oh. Na. Okay. Ist nicht viel.
Alles klar. Fackel lasse ich, schenke ich euch. So. Der Rückweg ist immer ganz anders als der Hinweg. Fällt mir gerade mal so auf. Kohle. Viel Kohle. Habe ich da jetzt abgebaut? Ich weiß es nicht. So. Nein, Stein brauche ich nicht, aber egal. Dankeschön. Heiliger, ist das viel Kohle. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, geh doch hoch, Junge! Was machst du denn? Bist du denn vollbehindert? Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ich will hier gar nicht sein. Komme ich wieder hoch? Ah, okay, da müssen wir hoch. Heiliger Mann. Ey, was ist denn hier los? Kannst du... Digga, Alter. Hör auf mit dem Scheiß, Mann. Danke. Oh. Ja, halt im Herzinfarkt. Ich möchte jetzt ungern sterben. Bloß weg von hier. Ja, die Spitzhacke, die Erde ist auch so hart. Mama mia. So, dann sind wir auch gleich wieder zurück. Ich glaube, wir werden das Dorf wahrscheinlich so schnell nicht finden. Ich denke mal, das war wohl ein Dorfbewohner, der Zombie, der keinen Bock mehr auf sein Dorf hatte und dann zu uns gelaufen ist. Das ist meine Theorie. Ah, ich sehe schon. Guck mal, wir kommen auch von einer ganz anderen Seite, glaube ich, raus, oder? Ja. Aber wir sehen auf jeden Fall, der Kompass, der funktioniert. Wunderbar. So, ich würde natürlich jetzt gerne noch da hinten irgendwo in die Richtung laufen. Und später auch da in die Richtung. Aber ich glaube... Ich glaube, wir sollten das echt weitermachen, wenn wir die Karte haben, würde ich sagen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Folge. Dieser Folge ist nicht viel passiert. Gucken wir, ob wir in der nächsten Folge wieder ein bisschen was bauen werden.